Dann haben sehr viele Leute gesagt, wir sollen bei Fritz vorbeischauen. Was ist mit Fritz los? Zuschauer beenden das Leben einer Was? Die Zuschauer sein Leben in der G-Klasse beenden, also dieser G-Klassen-Lifestyle. Okay, ich bin gespannt, was passiert. Okay, schauen wir rein. Lieber Simon Unge, habe eine Nachricht. Oha, deswegen wurde das Video vorgeschlagen. Unge, ich habe eine Nachricht, sagt er. Okay, ich bin gespannt. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute gibt's ein etwas anderes Video. Ihr habt's im Titel schon gelesen. Zuschauer beenden das Leben in der G-Klasse. Was ist hier eigentlich schon wieder los? Was ist passiert? Ich würde sagen, wir legen los. Doch vorher noch eine Nachricht. Schöne Grüße übrigens an Unge, meinen alten Bartbruder. Komm mal, wir kommen fast wieder auf die gleiche Länge langsam. Ich habe eine Nachricht an dich. Du hast ja neulich im Stream auf die 24 Stunden Übernachtung im Bunker reagiert. Fritz Meinecke. Unge, ich bin auf dem Weg quasi. Irgendwie löst diese Prepper-Szene, löst in mir irgendwie so ein Abenteuergefühl aus. Und meintest, du findest es recht abenteuerlich, so aus Dosen zu essen? Was wäre, wenn Stromausfall ist? So ein bisschen Krisenvorsorge. Oh, jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird's ernst. Oder auch Survival. Und da kam mir eine Idee. Und zwar stellst du mir jetzt in deinem Stream, wenn du das angucken solltest, eine Challenge. Ja, irgendwas in die Richtung Survival, Überlebens... Challenge, was auch immer. Ich werde mich dieser Challenge stellen und natürlich auch ein Video davon produzieren. Wenn ich diese Herausforderung schaffen sollte, dann steige ich in den Flieger zu dir nach Madeira. Ich hoffe, Tanzverbot ist dann auch schon da. Und dann, keine Ahnung, erstmal zusammen eine vegane Gemüsebrühe. Oha, Ansage. Okay, erstmal Fritz, wenn du nach Madeira kommst, ich würde mich übelst freuen. Weil hier gibt es so viele geile Möglichkeiten, auch zu campen in den Bergen. Alles mögliche. Also hier kann man wirklich, also hier gibt's auch richtig viele Lost Places. Survival Action, dies, das. Also ich glaube, hier könntest du auch richtig viel machen, wenn du hier mal einen Urlaub machst und wir würden natürlich bei allem auch mitmachen. Okay, ich habe eine Sache, ich habe einen Wunsch, den ich gerne mal umgesetzt sehen möchte von dem Prepper OG. Ich weiß nicht, ob der das schon mal gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich ganz kurz googeln, ob der das schon mal gemacht hat. Fritz Meinecke, Baumhaus. Okay, also Survival Martin hat schon mal ein Baumhaus gemacht. Hat Fritz sowas schon mal gemacht? Weil ihr wisst ja, Baumhäuser, ja, das ist so ein Fetisch von mir. Warte mal kurz, gucken wir mal ganz kurz beim Survival Martin rein. War Fritz dabei? Weil Fritz ist ja auch oft bei Martin zu Besuch. Aber ich glaube, da war Fritz nicht dabei. Doch, da war er dabei. Da ist er doch. Es gibt so Momente im Leben, die muss man einfach so nehmen, wie sie sind. Komm mal hin. Aber haben die alle auf dem Baum geschlafen? Das haben die schon gemacht. Die haben einfach schon auf dem Baum geschlafen, verdammt. Die haben schon auf dem Baum geschlafen. Das wäre jetzt sowas, was mir spontan eingefallen wäre. Ein Tag oder beziehungsweise halt ein Baum, also spontan so auf dem Baum übernachten. Okay, Leute, wir brauchen jetzt Chat. Ihr müsst jetzt mithelfen. Wir brauchen eine Herausforderung. Was könnte man so einen Tag lang umsetzen? 24 Stunden in einer natürlichen Höhle, schreibt einer. Okay, natürliche Höhle finde ich aber auch irgendwie, muss man erstmal eine finden, ne? Es muss irgendwas sein, was er auch wirklich umsetzen kann, zeitnah. Nach Madeira, stimmt, das ist wahrscheinlich Sinn. Seehaus aus Holz. Macht euch mal Gedanken, wir schauen uns jetzt erstmal das Video von ihm an. Ich mache mir auch mal in der Zeit, wo wir das Video angucken, Gedanken. Und gleich, lieber Fritz, machen wir hier die Challenge, ja, zusammen mit dem Chat. Überlegt mal alle mit. Überlegt euch was im Stream vielleicht zusammen, ja? Ja, das ist eine sehr gute Idee, Fritz. Sehr gute Idee. Vielleicht mobilisierst du in dieser Sekunde die Community, vielleicht fällt euch was Cooles ein. Er wusste schon genau, was ich mache. Fritz, sehr gut. Es soll natürlich realistisch sein, ist klar. Und es dann muss das realistisch sein. Sowas wie nach Madeira schwimmen, das ist unrealistisch. Freue ich mich auf deine Antwort. Und sage natürlich noch schöne Grüße nach Madeira und schöne Grüße an alle Leute, die gerade im Stream bei Unge mit dabei sind. Und ja, viel Spaß. Grüße! Für die Leute, die noch ganz neu und frisch auf dem Kanal sind oder gerade zum allerersten Mal einschalten, eine kleine Hintergrundinformation. Und zwar letztes Jahr im Sommer habe ich ein Projekt begonnen, ein kleines Experiment, und zwar Leben in der G-Klasse. Ja, ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe einige Videos dazu gemacht zum Thema Minimalismus, Sachen, die ich ausprobiert habe und so weiter. Finde ich übrigens auch mega spannend, das Thema. Also Minimalismus in dem Autoleben und sowas, ey, das ist auch der Grund, warum ich bei Fritz immer wieder vorbeigeschaut habe, auch privat, weil ich es halt super interessant finde. Hiermit verkünde ich nun offiziell, dass das Experiment Leben in der G-Klasse an dieser Stelle für mich beendet ist. Warum? Da kommen wir gleich dazu. Eine ganz wichtige Sache, die G-Klasse bleibt weiterhin bestehen. Ich bin auch noch viel damit unterwegs, ich schlafe auch noch da drin, aber halt nicht mehr zu 100%. Heißt im Umkehrschluss, ich habe mir einfach wieder eine Wohnung geholt, ja, wo ich eine kleine Basis habe, wo ich mein Zeug habe und wo ich vor allem auch ein bisschen Privatsphäre habe. Ja, ich glaube, es ist auch, es tut auch mal gut nach so einer Zeit in der G-Klasse. Das ist natürlich auch privatsphärenmäßig schwierig. Deswegen denke ich mal, eine Wohnung ist auf jeden Fall eine sehr willkommene Abwechslung für ihn auch wieder. Da kommen wir auch schon zu einem der ersten Gründe, warum ich das Experiment an dieser Stelle jetzt beende. Ihr habt es im Titel gelesen, Zuschauer beenden das Leben in der G-Klasse. Das ist natürlich nur ein Punkt. Ich war viel unterwegs. Natürlich kennt man das Auto, gar keine Frage. Es gibt immer wieder Situationen und vermehrt Situationen, die einfach
nicht cool sind. Und die einzelnen Situationen, von denen ich euch jetzt berichten werde, sind Einzelfälle, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, es ist immer Einzelfälle, aber die Einzelfälle reichen, dass man sich nicht mehr wohlfühlt. 95% der Leute draußen sind cool, aber die 5% machen das Leben manchmal etwas unschön. Ich persönlich finde es einfach nicht cool, wenn ich an Weihnachten aus dem Weihnachtsessen von meiner Familie irgendwie rausgezogen werde, weil man irgendwie ja, mit mir ein Foto machen will. Ist für mich einfach wieder ein Schritt zu sehr in die Privatsphäre rein und finde ich nicht cool. Eine andere Situation, und ich denke, da stimmen mir auch viele von euch zu, wenn ich hier drin schlafe und damit unterwegs bin und ihr mich seht, ist es nicht cool, früh um 6 an mein Auto zu kommen und an der Scheibe zu klopfen, so lange, bis ich wach werde und rauskomme, um eventuell Fotos zu machen oder Autogramme zu schreiben. Stehe mitten im Verkehr an einer riesigen Kreuzung mit einer roten Ampel, da kommt ein Zuschauer in diese Kreuzung, in den Verkehr gelaufen, geht an die Beifahrertür, ruckelt an der Beifahrertür, die zum Glück verschlossen war, weil er anscheinend unbedingt in mein Auto wollte, ich weiß es nicht. Digga, GTA-Style. Stell dir mal vor, es kommt einfach ein Fremder und der macht einfach die Autotür auf. Was ist denn da los? Oh mein Gott, Alter, das ist schon dreist. Das ist schon richtig dreist. Rennt dann um das Auto rum. Ich mache leicht die Scheibe auf, aber schon mal runter. Streckt seine Hand rein. Ey, Fritz, was geht da? Bam. Völlig am Ausrasten. Fahr mal da vorne ran, bla. Ich weiß, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ich bin viel unterwegs. Aber ich finde, man muss doch irgendwie ein bisschen gesunden Menschenverstand und Respekt walten lassen, würde ich sagen. Es gab Leute, die vor meiner Tür gewartet haben bei meiner alten Wohnung. Es gab auch da Leute, die die Klingelschilder durchgesucht haben und mich dann aus meiner Wohnung geklingelt haben. Das ist halt so, man denkt halt als Zuschauer vielleicht manchmal nicht weit genug. Man denkt vielleicht, ich will einfach ein Foto oder so. Aber dass man sich vielleicht in die Situation auch mal hineinversetzen könnte, dass da wirklich ein Mensch ist, der da lebt, der einfach in seiner Privatsphäre gestört wird. Scheiß Situation. Da fällt mir gerade noch eine Situation ein, das Thema Autobahn oder generell Stadtverkehr. Oh mein Gott, Autobahn. Stell dir mal vor, du hast so irgendeinen Bekloppten neben dir in der Autobahn, der mit dir dann irgendwie Rennen fährt, weil er irgendwie denkt, oh, ich kenne ihn von seinem Kanal. Oh, Alter. Okay, alles cool, klar, grüßen und so weiter, ist ganz nice. Wenn man natürlich am Tag 20, 30 Mal angehupt wird, ist es dann aber auch nicht mehr lustig. Aber alles noch im schicken Bereich. Aber es gab auch schon Situationen, wo Leute mich quasi auf der Autobahn, ich würde es fast mal sagen, belästigt haben. Rechts fahren, vor mir, Warnblinklicht, wollten mich raus auf den Parkplatz ziehen, haben gesehen, ich komme dann doch nicht mit auf den Parkplatz. Digga, was ist mit den Leuten los? Und sind dann im Nachhinein noch circa 80 Kilometer hinter mir mit 80 km/h gefahren und haben mich verfolgt. Auch das finde ich nicht so schön. So, jetzt ist aber auch wieder gut. Wie gesagt, das sollte jetzt gar kein Hate und Lästern und keine Ahnung und Auskotzen sein, sondern ich wollte euch einfach mal nur einen Einblick geben, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, ist auch wichtig, dass man das so auch mal hört, weil das Problem ist, die Leute, die wissen ja nicht von den anderen Leuten und jeder denkt immer, oh ja, ich mache mal eine Ausnahme. Aber es gibt so viele Leute, die eine Ausnahme machen und Leute belästigen. Macht da keine Ausnahme. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr belästigt irgendjemanden, lasst es lieber. Lasst es lieber. Und das ist zum Beispiel ein sehr großer Grund, warum ich mir wieder eine Wohnung geholt habe, dass ich einfach irgendwo einen Ort habe, an den ich mich zurückziehen kann, alles zumachen kann und wenn ich will, einfach meine Ruhe haben kann. Wie ich das Ganze gelebt habe, war ja so, dass ich hier drin geschlafen habe, gegessen habe, aber sonst viel draußen unterwegs war. Ja? Und wenn es einfach so früh dunkel ist, dann wäre ich die ganze Zeit hier draußen im Dunkeln unterwegs mit der Kopflampe und das finde ich halt auf Dauer auch nicht so cool. Und ja, also ich sag auch so, im Sommer wäre es auch was, wo ich auf jeden Fall das Ganze fühlen könnte, so im Auto auch meine Zeit lang leben für so ein paar Monate. Aber solange ihr es jetzt macht, Respekt und vor allem im Winter, wegen verschiedenen Punkten, also wird es dann irgendwann auch sehr, sehr hart. Ist ja kein Wohnmobil, ne? Ist ja immer noch eine umgebaute G-Klasse. Der hat da ein Klappbett drin, das ist alles sehr platzsparend gebaut, so. Und er hat da nicht wirklich, ich sag mal, eine Inneneinrichtung zum Wohnen, sondern wirklich schlafen, sitzen. Und das ist dann schon, wird dann irgendwann hart. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in den Sommermonaten auch wieder mehrere Monate hier drin zu leben, ja, hier mit unterwegs zu sein, aber halt dieses Thema, okay, ich habe eine Wohnung, eine Backup-Möglichkeit, wo ich hin kann, wenn ich einfach meine Ruhe will oder wenn halt dann auch ein bisschen die schmuddelige Jahreszeit losgeht. Natürlich bin ich auch ganz ehrlich, ist es gerade wieder ein geiles Gefühl, einfach ein eigenes Badezimmer zu haben, wo man einfach reingeht, duschen kann, auf Toilette gehen kann und so weiter. Ich muss sagen, im Sommer hat mich das nicht wirklich gestört. Jetzt im Winter ist es auf jeden Fall noch eine andere Geschichte. Wenn ich raus will,
dann nehme ich den und zieh los. Versteht ja auch hoffentlich jeder. Ich denke, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick bekommen und auch ein paar Sachen erfahren, die vorher nicht so bekannt waren. Es haben mich halt ganz, ganz viele Leute immer angeschrieben, was ist jetzt eigentlich los, Leben in der G-Klasse, machst du das noch, machst du es nicht? Deswegen wollte ich einfach auch dieses Video für euch. Er hat sogar meinen Kanal verlinkt. Absoluter Ehrenmann. Hätte er absolut nicht machen müssen. Er hat mich ja nur in dem Video sozusagen erwähnt, dass ich ihm eine Challenge stellen kann. Also Fritz, absoluter Ehrenmann. Und dann kennt ihr das Spielchen. Natürlich Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Daumen nach oben geben, wenn ihr mich supporten wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ne, erstmal checkt Fritz Meinecke aus. Absoluter Ehrenmann. Geile Videos zum Thema Survival, Prepping. Ne, wie er schon sagt, es kommen weitere auch Videos zur G-Klasse, auch Minimalismus, Lifestyle in dem Auto und so weiter und so fort. Ne, wenn ihr euch für sowas interessiert, checkt seinen Kanal aus. Schaut vorbei. Ich mache mal eben Paint an. Wir machen ein ganz kleines Brainstorming. Wir können ihm eine Challenge stellen. Ne? Wir wollen natürlich realistisch bleiben. So. Wir können ihm eine Challenge stellen und wenn er die packt, hat er gesagt, kommt er ab auf die Insel. So. Also erstmal könnte irgendwas im Wald passieren. Aber es könnte auch irgendwas in der City sein. Soweit heißt es nicht automatisch immer nur abgeschieden im Wald. Es könnte ja auch irgendwas zum Beispiel in der City sein. Man weiß es nicht. Und dann ist die Frage, was könnte er wirklich auf die Beine stellen? Irgendwas, was vielleicht schon so in Richtung Insel geht. Okay, pass auf. Insel. Was könnte man machen, was so in Richtung Insel geht? Er hat einen eigenen Wald. Ja, ja er hat einen ich schreibe mal Wald hin. Was könnte in Richtung Insel gehen? Er könnte natürlich an einem See wegen Wasser. Die Sache, er hat schon vieles gemacht. Ich möchte natürlich auch irgendwas Neues, es muss ja irgendwas Neues sein. Ich finde immer noch das Thema Baumhaus natürlich auch mega interessant. Baumhaus. Er hat einen eigenen Wald. So, das heißt, er könnte theoretisch ein Baumhaus bauen. Oh, schwierig. Glaubt ihr sowas wie ein Baumhaus innerhalb von 24 Stunden ein eigenes? Ist das möglich alleine? Man könnte sagen, er darf Materialien mitbringen, noch, vielleicht Bretter oder sowas, aber man könnte es irgendwie kombinieren mit Boden nicht berühren. Boden ist verboten. Er muss irgendwas innerhalb von einer bestimmten Zeit bauen und muss dann versuchen, oben zu überleben, aber ist das eintönig? Oder er muss vielleicht eine Nacht über dem Boden überleben, der Boden ist Lava. Es ist schwer, 24 Stunden im Sandkasten leben. Leute, es gibt so gute Vorschläge, noch nichts, was mit Madeira zu tun hat, auf Madeira, das wird sowieso passieren. Wenn er hier ist, wir werden auch zusammen Survival-Kram machen, das ist ja klar. Was kann er in Deutschland umsetzen, was auch wirklich, also ich muss sagen, ich finde halt so das Thema Baumhaus mega spannend. Aber ist ein Baumhaus überhaupt was Sinnvolles? Ja, jetzt macht mal wirklich Vorschläge, die 24 Stunden in seinem Wald, in einem abgegrenzten Gebiet, wie eine Insel. Oh mein Gott, das ist eine mega gute Idee. Oh mein Gott, das ist echt tatsächlich eine richtig gute Idee. Er muss in seinem Wald einen Bereich einmarkieren, vielleicht mit so kleinen Baumstämmen oder Ästen. Und aus diesem Bereich darf er nicht raus. Und er muss mit diesen Materialien, die in diesem Bereich vorhanden sind, mit diesen wenigen Materialien, muss er überleben. Und er darf diesen Bereich nicht verlassen, weil es ist ja auf einer Insel. Er ist quasi auf einer einsamen Insel in seinem Wald. Okay, das müssen wir noch besser ausarbeiten. Okay, das finde ich ist eine richtig geile Idee, weil das alles irgendwie kombiniert. Fritz, eigener Wald, kleiner Bereich, Insel nachstellen, in diesem Bereich überleben für 24 Stunden. Jetzt kommt noch der Clou, was passiert noch? Wie viel Quadratmeter darf er haben? Das Problem ist, ich kann mit Quadratmetern nicht viel anfangen. Der Chat schreibt so 20 bis 50 ist das, was ich am meisten lese. 20 bis 50 Quadratmeter, irgendwas in dem Bereich. Fritz muss einen sehr guten Punkt finden, in dem auf kleinem Raum viele Rohstoffe zum Überleben vorhanden sind. Nur ein Rucksack von außen. Er darf nur einen Rucksack haben. Und in diesem Rucksack muss er alles dabei haben. Also sowas wie eine Axt, so eine Möglichkeit, Feuer zu machen. Also er darf nur einen Rucksack dabei haben. Und den Rest muss er in diesem Bereich sich zusammenbauen. Also er muss sich einen Unterschlupf bauen. Sowas in die Richtung. 50 Quadratmeter ist zu viel? Okay, dann kürzen wir es auf 30 Quadratmeter. 20 bis 30. 10 bis 20 ist spannender. Machen wir jetzt 10 bis 30. Pass auf, die Challenge, das ist ungefähr das Brainstorming. Ja? Die Challenge ist gestrandet auf einsamer Insel. Fritz muss überleben auf einer einsamen Insel. Das bedeutet, er sucht sich in seinem Waldstück eine geeignete Fläche aus, die relativ klein ist, sagen wir 10 bis 30 Quadratmeter. In dieser Fläche darf er nur eine begrenzte Anzahl an Materialien mitnehmen, die in einen Rucksack passen. In einen normalen Rucksack. Ja, aber er darf nur das sammeln, was auf diesem Bereich ist. Das heißt, er muss einen guten Bereich finden. Er muss einen guten Bereich finden. Okay, folgendes. Grobe Idee.
So, also er darf selber noch ein paar Sachen daran, die noch vielleicht noch geiler sind. Vielleicht hat er als jemand, der was mit Survival und so anfangen kann, vielleicht hat er noch Ideen, wie es ganz noch schwerer, anspruchsvoller oder auch sinnvoller wird. Das heißt, das ist unsere grobe Idee. Ich habe jetzt einfach mal Sachen genommen, die ich so von verschiedenen Seiten jetzt gelesen habe. Fritz, du hast folgende Aufgabe. Gestrandet auf einer einsamen Insel. Das bedeutet, in deinem Wald zäunst du eine kleine Strecke ab. Mit Stöcken oder einer Schnur. Diese Stelle darfst du selber aussuchen. Das heißt, das Wichtige ist an dieser Challenge, mit Bedacht auszuwählen, wo du überleben möchtest. Das Ganze ist eine Fläche von 10 bis 30 Quadratmetern. Du darfst natürlich noch selber ein paar Sachen dir dazu überlegen. Du hast mehr Ahnung von Survival und so. Und du musst versuchen, 24 Stunden in diesem Bereich zu überleben. Du darfst aber einen Rucksack mitnehmen mit Materialien, die dir dabei helfen zu überleben. Wirst du auf der Fläche genug Materialien finden, um einen Unterschlupf zu bauen, einen Shelter? Das liegt an dir. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich bin gespannt, was du daraus machst. Das ist eine ganz kleine Insel, auf der du gestrandet bist. Ja? Also du bist gerade so, als Schiffsbrüchiger hast du es gerade so auf einer ganz, ganz kleinen Insel überlebt. So groß wie eine ganz kleine Wohnung. Okay, was sagst du, Fritz? Ist das die Challenge? Wir werden es sehen. Ich bin auf dein Video gespannt und wenn du das packst, ab auf die richtige Insel. Das ist die Vorbereitung auf die Insel. Ja? Küsse gehen raus.